Isato-Sensei Sansama benötigt unsere Hilfe, um irgendwelche Stimmen nachzuforschen bei Let's Play Suikoden 5, während wir den Lunas Nordwald betreten. Den nächsten Major Dungeon oder sowas. Gucken wir uns wieder einmal die Seiten an. Beim letzten Wald habe ich dann doch irgendwie eine Schatztruhe übersehen. Auch wenn Evil Riku sich wieder gemeldet hat und er mir nicht geschrieben hat, dass es hier was Bestimmtes zu finden gibt. Aber es ist okay. Ich find's gut so. Selber erforschen macht schlank. Aber bisher sieht es... Aha, hier könnte was sein. Doch welche Gegner behausen den Wald? Fiese Eichhörnchen? Nein. Gut, dann legt los, meine knackigen Freunde. Los, Armadillomon, hinweg mit dir. Oh, die Gegner trauen sich nicht anzusagen. Okay, hätte vielleicht... Holy shit! Leon, was ist mit dir passiert? Leg dein Klappspanmesser wieder zusammen. Meine Fresse! Ich finde das ja krass. Ist ja wirklich nix? Ich finde das ja wahnsinnig krass. Oh, es ist ein Axolotl neu. Okay, weiter. Ich finde es durchaus sehr, sehr krass, dass meine Leute, oder dass aufgrund irgendeiner bestimmter Werte anscheinend, Charaktere in der Lage sind, irgendwie mehrfach anzugreifen oder eben auch verschiedene Gegner gleichzeitig anzugreifen, ohne bestimmte Materia, Fähigkeiten oder Ausrüstungsgegenstände. Aber ich stelle fest, hier in diesem Stückchen Wald scheint nichts zu sein. Ich bin rumgelaufen und habe meinen Aktionsbutton gedrückt wie ein Irrer. Da drüben ist jemand. Noch ein Axolotl. Oh, zwei Leute. Ein Dirigent und sein Stabhalter. Doch was wollen sie? Are they collecting gold dust? How dare they? Isato. What do you think you're doing? Uh-oh, quick, put out the lamp. Oh, okay. Sie ist ein bisschen spät. I can't see a thing. Lon, where'd you go? Over here, Pop. Over where? Lass dir trinken. Blub, 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 blub. Die wollten nur angeln. So, sie haben also Goldstaub genommen. Genau, der Mann heißt Lock und das Mädchen heißt Loon. Es handelt sich anscheinend um Vater und Tochter. Du meine Güte. Verdammt, wieso haben sie uns geschnappt? Was glaubst du wohl? Du Idiot, läufst mitten in der Nacht mit einer Lampe herum. Kein Wunder, dass man uns geschnappt hat. Nenn deinen Vater nicht Idiot. Wie hätten wir denn ohne Lampe den Goldstaub sehen sollen, hä? Ach, herrje. Tja, Freador, ich glaube, die beiden haben Stroh in ihren Köpfen. Was sagst du da, du verzogenes Gör? Oh. Vorsicht, mein Lieber. Zusätzlich zum Diebstahl hast du dich soeben noch des Hofverrats schuldig gemacht. Hey, Paps, jetzt stecken wir ordentlich wirklich in der Klemme. Die junge Dame, meinte ich, ist Prinzessin Lims Lea. Okay, die Stimme passt jetzt gerade überhaupt nicht zu ihr, aber... Was? Und das ist Prinz Freyadur und dort ist Lady Sayalitz. Lieber Himmel... Bitte verzeiht uns. Es tut mir wirklich leid, verzeiht, dass mein Papst der Idiot so unhöflich war. Schon gut, das reicht jetzt. Heißt das, ihr vergebt uns? Nein, wir stapeln euch hinter der Guillotine übereinander. Den Hochverrat schon. Der Diebstahl von Goldstaub ist ein schweres Vergehen. Sie haben das heilige Land entweiht und müssen bestraft werden. Aber ich hab's dir doch schon gesagt, wir haben uns nichts dabei gedacht. Das stimmt, ihr müsst uns glauben. Was sollen wir deiner Meinung nach tun, Freador? Oh Gott, vielleicht können wir ihr vergeben, aber nicht ihm. Sie müssen hart bestraft werden. Na komm, wir vergeben ihn, wir sind nett.
Wirklich? Ich bin damit nicht einverstanden. Wenn wir sie mit Lunas Goldstaub gehen lassen, werden die Adligen scharenweise herkommen und sich den Rest holen. Generationen von Orakeln hätten sich umsonst bemüht, das heilige Land zu schützen. Einen Moment noch. Ich hab euch beide schon mal gesehen. Habt ihr nicht irgendwas mit dem Oberhaupt vom Roughly zu tun? Was? Wenn diese Sache herauskommt, würde dies das Verhältnis zwischen der königlichen Familie und Roughfleet beeinträchtigen. Und wir können uns derzeit eigentlich keine weiteren Feinde leisten. Wollt ihr etwa sagen, dass wir die beiden einfach freilassen sollen? Nein, wir bringen sie selbst nach Roughfleet und verhandeln direkt. Mit dem Oberhaupt von Roughfleet ist nicht zu spaßen. Ich wette, gegen die Strafe, die ihnen dort droht, ist alles, was Isato sich vorgestellt hat, ganz harmlos. Orakel? Klingt vernünftig. Sayalitz hatte schon immer ein besseres Gespür für Politik. Wie ihr wünscht. Danke, Haswa. Aber sorgt dafür, dass sie nicht zu hart bestraft werden. Ich glaube nicht, dass sie was Böse meinten. Gut, dann sind wir uns einig. Wenn wir morgen heimkehren, werden wir in Roughfleet Halt machen. Und was machen wir nun? Das hört sich nicht gut an. Was fragst du mich? Du hast uns das doch alles eingebrockt, Papst, du Idiot! Es ist schon spät. Wir sollten uns alle ein wenig Ruhe gönnen. Isato, zeig auch den beiden, auch den beiden ein Zimmer, in dem sie schlafen können, ja? Ja, Orakel. Okay, ich frage mich gerade, ob Sayalitz gerade ein bisschen geflunkert hat und das Oberhaupt von Roughly gar nicht so ein schwerer Knochen ist, würde ich mal sagen. Aber wo sind wir jetzt hier eigentlich? Okay, wir gucken uns noch ein bisschen um hier. Ich hoffe, ihr seid nicht zu erschöpft vor allen euren Pflichten, von all euren Pflichten, eure Hoheit. Gebt mir Item! Ach so, das sind die beiden Idioten. Es tut mir leid, Prinz, wirklich. In Roughly gehört alles, was im Fluss ist, allen. Deshalb dachte ich, es wäre nicht schlimm, wenn ich den Goldstab in Lunas nehmen würde. Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass wir ja nicht in Roughfleet sind. Ich bin so eine Idiotin. Interessant. Oh, das ist gar nicht gut. Ich habe mehr Schiss vor Mutters Reaktion als vor unserer Chefin. Ach so, dann ist das Oberhaupt von Roughfleet also eine Frau. Vielleicht sind die dort alle ein bisschen matriarchalisch geprägt. Wer weiß das schon? Wir haben die beiden Gauner aus Roughfleet hier in diesem Zimmer untergebracht. Wollt ihr zu ihnen? Es scheint, als hätte sich die beiden mit ihrem Schicksal abgefunden. Okay, Grammatikfehler. Kein Wunder, dass ich mich dauernd verlese. Aber seid trotzdem auf der Hut. Ja, ich habe nur keine Ahnung, wo jetzt unser Zimmer ist, aber fummel mich einfach mal hier so durch. Okay, wir sind wieder draußen? Ah, okay, das war der Hinterausgang. Verstehe, aber ich komme immer noch nicht zu dem Typen da draußen hin. Ob es vielleicht noch einen Südausgang hier gibt, wer weiß das schon. Oh, die Ladezeiten sind hier einigermaßen flott. Gut, dann... Ist das hier unser Zimmer? Ist das Lyon? Nee, Quatsch, die läuft hinter mir. Mardas, der Vater des Orakels, war der Cousin von Lord Godwin. Daher rührt vermutlich die starke Verbundenheit einiger Geistlicher mit der Godwin-Fraktion. Oh, oh! Das Orakel möchte jedoch in politischen Streitigkeiten keine Stellung beziehen und wir sollten das auch nicht tun. Es ist schon eine Schande, dass wir überhaupt darüber nachdenken müssen, Partei zu ergreifen. Oh, das war eine Information, die ich nicht hören wollte. Kannst du nicht schlafen, Freyadur? Wie war's, wenn ich dir eine Tasse Milch... Moment. Da fehlen die Pünktchen über dem beim Vers. Wie wär's, wenn ich dir eine Tasse heiße Milch bringe? Das ist aber sehr nett. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Okay. Er möchte sich nicht zu sehr bemuttern lassen, habe ich irgendwie das Gefühl. Er wollte schon als 12-Jähriger von zu Hause ausziehen. Aber man ließ ihn nicht, weil er die Miete nicht zahlen konnte in Köln. Uah! Okay. Offenbar dürfen wir uns jetzt weitere Elemente dieses Fashion-Innen-Gebäudes anschauen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich hier in einem neuen Zimmer bin. Hallo, George. Jetzt geht es also nach Roughfleet. Wenn die Menschen dort den beiden da unten auch nur ein bisschen ähneln, wird es mir dort bestimmt gefallen. Oh, er mag solche Leute. Na, sie sind
die sind mal relativ sympathisch, nicht solche irgendwelche intriganten Assis, wie man sich es vielleicht hätte sonst vorstellen können, wie wir sonst meistens, was wir sonst meistens für Begegnungen hatten. Cousine Haswa wollte dir heiße Milch bringen, stimmt's? Aber sie wollte dich bestimmt nicht wie ein Kind behandeln. Gibt's hier irgendwie Schätze noch? Na, offensichtlich nett. Jetzt verstehe ich auch, wie die Türen designt wurden. Geht ihr jetzt schlafen, Prinz? Wobei, eine Tür haben wir noch nicht. Nein, ich bin noch nicht wirklich müde. Ich wollte. Dann bleibe ich bei euch. Vielleicht braucht ihr mich ja noch. Oh, sie ist so nett. Ich mag sie so sehr. Okay, gucken wir uns noch mal kurz in diesem Gebäude hier um. Ach so. Es überrascht mich, wie dieses Mädchen mit ihrem Vater spricht. Ich würde es nicht wagen, so mit Vater zu sprechen oder auch nur von ihm zu denken. Aber es ist seltsam. Die Art und Weise, wie die beiden miteinander sprechen, stört mich überhaupt nicht. Achso, das ist... Ich habe gedacht, ich hätte jetzt mit, wie heißt er noch? Miyakis gesprochen. Das Reinigungsritual war so erfrischend. Meine Haut ist glatt wie Seide. Oh, lass mal fühlen. Lyon hat wirklich etwas verpasst. Oh, arme Lyon. Aber ich bin mir sicher, ihre Haut ist so auch schon glatt wie glatt genug wie seidig. Seidig und charmant. So, jetzt gehen wir erstmal pennen. Denke mal nicht, dass wir uns draußen irgendwie umgucken können jetzt noch. Ja, es war ein langer Tag. In Ordnung. Dann gute Nacht, Prinz. Und gute Nacht. Wird nachts was passieren? Kommen die Knuffelwuffels und fressen uns. Freyadur, bist du noch wach? Jetzt ja. Entschuldige, Freyadur, aber... macht es dir etwas aus, wenn ich hier bei dir schlafe? Ich halte das für keine gute Idee. Nein, es macht mir nichts aus. Wir sind mal lieb zu ihr, natürlich. Wirklich? Ja, wer weiß, was passieren wird. Da hat mir Evelinko nämlich ein bisschen was gespoilert, dass bald die Kacke abgehen wird. Es ist lange her, dass wir das letzte Mal zusammen in einem Bett geschlafen haben. Und nach der Verlobungsfeier werden wir vermutlich nie mehr die Gelegenheit dazu haben. Ich bin froh, dass ich mich getraut habe zu fragen. Erinnert dich das auch an die Zeit, als ich klein war? Damals habe ich tatsächlich auf dich herabgesehen, weil du nicht in der Linie der Thronfolger warst. Ich war wirklich eine scheußliche kleine Schwester. Aber es hat dir nichts ausgemacht. Du hast weiterhin auf mich aufgepasst. Bleib bei mir. Geh nicht weg. Freyadur. Ah, bei dem, was sie als Ehemann kriegen wird, kann ich mir, glaube ich, schon vorstellen, dass sie sich vielleicht etwas verloren vorkommt. Warum müssen Miyakis und ich als Einzige direkt nach Hause zurückkehren? Arstadt möchte, dass du wieder heimkehrst, sobald das Reinigungsritual vorbei ist. Darum. Wenn das so ist, soll Freyadur mitkommen. Du und George, ihr könnt doch auch allein nach Roughfleet gehen. Wenn wir schon mal hingehen, möchte ich, dass Freyadur das Oberhaupt von Roughfleet kennenlernt. Gute Freunde sind die stärksten Verbündeten, meinst du nicht? Arschloch. Pass gut auf sie auf, Miyakis. Keine Sorge, ich passe sehr gut auf sie auf. Ja, wissen wir schon. Wahrscheinlich wird sie dazu erziehen, dass sie Giselle das männliche Teil abschnibbelt. Danke, dass ihr auf uns aufgepasst habt, während wir hier waren, Jungs. Es war uns eine Ehre und Vergnügen, der königlichen Familie von Falena zu dienen, eure Hoheit. Gut, dann lasst uns gehen. Oh, ihr müsst schon gehen. Freyadur Lym kommt bald wieder, ja? Ganz bestimmt. Okay, wir haben... Ich darf jetzt, glaube ich, wieder mal meine Formation... Was? Lok? Achso! Ach ja, stimmt! Lok und Loon, stimmt. Das waren die beiden Idioten. Darf ich die jetzt auch kontrollieren? Gucken wir uns das doch mal in unserem Lieblingsmenü an. Ivelric hatte mich auch gefragt, ob ich meine, oder die Ausrüstung von Miyakis umverteilt habe auf Lyon. Ja, das ist schon lange her. Moment, falscher Knopf. Von anderen Spielen geholt. Also. Achso, das sind nur Gäste. Okay. Formation. Angriff, Moment. Ja, ich sag ja. Warum kann das Spiel das nie irgendwie selber gescheit hier einfügen? So, du kommst. Na. Achso, ach ja, stimmt, ich muss nach unten drücken. Dö. Okay, wundervoll. Ich bin sicher, jawohl. So, dann werde ich nach Roughfleet gehen. Bis gleich. So.
So, wir sind in Raftfleet angekommen und ich hatte eine Begegnung wieder mit Wollknollen und da war so ein silbriges dabei und das war ganz schön krass drauf, aber nichts Besonderes anscheinend. Das Oberhaupt Raja befindet sich dort drüben auf dem größten Schiff. Natürlich auf dem größten Schiff. Auf dem Casino-Schiff. Der Weg zum Griechen immer lohnt, auch wenn dort auch die Raja wohnt. gut. Wow, sogar ein Drachenschiff. Es müsste eine Torvalerin sein. Obwohl, die würde Swaffen ja dann höchstens heißen. Nicht nach der Göttin der Liebe benannt sein. Und des geschlechtlichen Orgasmusverkehrs. Oh. Naja, egal. Gucken wir uns eine neue Stadt an, würde ich sagen. Was sollen wir machen? Deine Mutter wird vermutlich ausrasten. Jetzt sei doch nicht so ein Waschlappen, Papa. Wenn ich dich so ansehe, fange ich gleich an zu heulen. Das reicht dir beiden. Los, gehen wir. Okay, we are going into the town of Raftfleet. Und treten Zwerge. Was zum Teufel? Hey, Maroon! Oh, Loon! Was zum Was ist das für ein Kuschelwuschel? Oh Gott, das sieht aus wie ein klugscheißer Chibiusa-Verschnitt mit Pikachu-Fusion. Jo, lass uns spielen. Es hat ein Porträt, ich glaube, ich kann es rekrutieren. Tut mir leid, Maroon, heute habe ich zu tun. Nur, schade. Nächstes Mal in Ordnung? In Ordnung. Man sieht nur selten einen Biber hier draußen. Und wenn einer Justin heißt, töte ich ihn. Ein Biber? Guter Ritter der Königin, hast du noch nie von ihnen gehört? Ich bin immer noch neu in Falena. Sie leben in den Bergen im Süden, sind freundliche Gesellen und können bestens mit Holz umgehen. Aber in letzter Zeit lassen sie sich kaum noch blicken. Maroon kommt manchmal zum Spielen, wie immer. Aber sie möchte nicht nach Lord Lake gehen. Also, brechen wir auf. Also, jetzt gehen wir wirklich. Oh Gott, wir werden alle sterben. Jetzt ist nicht die Zeit zum Aufgeben, Papa, du Idiot. Aber wie soll er sich jemals charakterlich entfalten, wenn du ihn so klein hältst, du Gör, du. Willkommen in Raftfleet. Was ist das denn? Oh, das ist das Handelswarenschiff, oder? Mr. Hand, Moment. Es könnte etwas kritisch werden. Ich sollte vielleicht vorher speichern gehen. Ja. Ganz wichtig, vorher speichern gehen. Jetzt könnten wir hier was vermasseln. Achso, da vorne ist die Speicherkugel. Stimmt da. Wo der Biber verschwunden ist. Vielleicht ist es eine Speicherkugel des Grauens, die ins Nichts und in andere Welten führt. Oder in die Innenseite meiner Speicherkarte. Bis gleich. Gut. Schauen wir uns mal die Situation auf diesem Handelswarenschiff an. Nämlich, hier können wir den Grundstein legen, jemanden rekrutieren zu können. Ob das jetzt ist oder später, ich habe keine Ahnung. Achso, das ist der Handelsposten? Wer bist du denn? Ah ja, das muss er sein. Hallo, Eure Hoheit. Willkommen. Bitte genießt euren Aufenthalt hier. Wer ich bin? Mein Name ist Hairo. Wie ihr seht, bin ich nur ein alter Mann im Ruhestand, der viel Freizeit hat. Ho, 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 ho. Ist das noch was anderes, cooler Kerl? Ich war mal ein Händler, aber das ist eine Ewigkeit her. Ho, 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 ho. Amplis, bist du pleite gegangen, weil du immer zum 24. Dezember kostenlos überall eingestiegen bist, gell? Und Sachen verteilt hast. Okay, erstmal ansprechen, wie mir gesagt wurde. Und dann gucken wir mal. Moment. Ich habe das Salz für mehr eingekauft, als es hier wert ist. Das ist schlecht. Das bedeutet, ich muss jetzt warten, bis... Sieht man das irgendwo dran? Also Ivorico hat mir geschrieben, dass man quasi alle 30 Minuten wechseln quasi diese Preise. Und deswegen sollte man quasi speichern, bevor die Zeit wechselt. Dann könnte man das nochmal neu auswürfeln lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das immer zu der vollen und halben vollen Stunde ist oder zu anderen Zeiten. Deswegen müsste ich jetzt hier vermutlich bis 11 Spielzeit 11 Stunden warten.
um hier einen neuen Preis veranschlagen zu können. Und deswegen würde ich sagen, ich lasse einfach mal die Zeit verstreichen und schaue mir das an, speichere vorher nochmal und sehen uns dann nachher. Wow, hat George viele Talentpunkte, Lecco Mio. Sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe nicht den Hauch eine Ahnung, wann verdammt nochmal diese Handelswarenpreise tatsächlich sich ändern. Ich habe jetzt ungefähr anderthalb Stunden mit Trial and Error damit zugebracht, das irgendwie rauszukriegen. Und irgendwann zwischen Spielzeit 11 und 11.10, vermute irgendwie, dass es eher was mit Letzterem zu tun hat, ändern sich diese Preise. Warum sehe ich das nicht? Das Problem ist ganz einfach. Die normalen Kaufpreise ändern sich gar nicht. Zumindest habe ich da keine Änderung erkannt. Zucker ist immer noch 55 wert und so weiter und so. Doch, Moment. Oder? Nee, das Salz ist hier. Ja, wie auch immer. Ich kann nicht alle Preise im Kopf haben. Also, es ändert sich anscheinend doch was. Und irgendwann beim Rumprobieren, ist es eine halbe Stunde mindestens vergangen. Ich war bis Viertel nach ungefähr. Ich habe ja Viertel vor angefangen, hier die Zeit verstreichen zu lassen. Und es ist nichts beim Preis passiert. Und das Ganze dann beim zweiten Anlauf festgestellt. Immer muss es zwischen 11 und 11.10 passiert sein. Da war dann der Salzpreis auf 40. Und das ist halt schlecht. So, aber ich glaube, ich muss den Typen nochmal ansprechen, bevor ich verkaufe. Eure Hoheit, habt ihr bemerkt, dass der Salzpreis im Moment wie verrückt in die Höhe schießt? Salz ist absolut lebensnotwendig. All die Menschen leiden. Wie würdet ihr dafür sorgen, dass der Preis sinkt, eure Hoheit? Wir verkaufen, anbieten. Ich möchte sehen, wie eure Hoheit das Problem mit dem hohen Salzpreis löst. Okay, jetzt ist wohl die Zeit gekommen, das Ding zu verkaufen. Oh Gott, jetzt habe ich meinen Husten verschluckt. Oh Mann. Ruf den Notarzt, wenn ich nichts mehr sage, ja? Okay, ich überlebe das wohl, oder bin da. Gut, wir haben Geld gemacht, und zwar nicht gerade wenig. Und hoffe, das wird es jetzt sein. Oh, eure Hoheit, danke, dass ihr so viel Salz verkauft habt. Damit sind diese hohen Preise endlich vom Tisch. Wahrhaft großartig, dass ihr eure Pflichten als Prinz so ernst nehmt. Ich bin Prinz, kein Händler. Jetzt komme ich nach ewigen Zeiten endlich wieder Lust, als Händler zu arbeiten. Um euch meine Dankbarkeit zu zeigen, möchte ich eurer Hoheit einen kleinen Gefallen erweisen. Yay, wir haben Freundschaft mit Zairo geschlossen und das ist wohl der Trigger, dass wir ihn rekrutiert haben oder rekrutieren können. Verzeihung, junger Mann, würdest du für eine Weile den Platz mit mir tauschen? Was? Machst du das wirklich, Opa? Ho, 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 ho! Nachdem ich seiner Hoheit Verkaufstechniken gesehen habe, will ich es selbst ausprobieren. Wirklich? Unglaublich! Der legendäre Händler Zairo ist zurück! Ich glaube, rekrutieren bedeutet nicht unbedingt, dass man den Charakter für die Party hat, aber dass er in irgendeiner anderen Art und Weise noch günstig für die Gruppe ist oder andere Funktionen erfüllt oder sowas. Naja, Ho, ho, ho! Ich mag ihn. Herzlich willkommen. Gut. Ja, der Salzpreis ist immer noch für den Arsch. Ach du Scheiße, Gold, Silber und Perlen. Wow, ich glaube, damit kann man ordentlich Kohle machen, nicht mit dem scheiß Salz. Ich guck mal, was die Gerüchteküche sagt. Ich habe gehört, dass der Preis enorm gestiegen ist, ja. Das habe ich auch gemerkt, Mann, ey. Ja, die Frage ist, ob Zucker jetzt... Ey, ich würde jetzt nicht in Gold und Silber investieren bei den Preisen, die das hat. Nach wenn ich mich verkalkuliere, bin ich quasi pleite. Naja, wie dem auch sei. Wir gucken uns dann das nächste Mal, denke ich, in dieser Stadt dann nochmal genauer um. Und werden dann weitermachen. Werde mich dann irgendwann später mal auf Gold, Silber und Schätze darum kümmern. Moment. Achso, das ist der Alte, ne? Was sagst du denn jetzt? Ho, ho, ho. Achso, die haben jetzt wieder die Plätze getauscht? Oder verkaufen jetzt beide? Nee, die scheinen beide zu arbeiten. Okay. So, wir haben das haben wir erledigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin in der kommenden Woche auf Dienstreise. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich noch was zur Vorbereitung komme, um noch ein oder zwei Folgen vorzubereiten. Wir sehen uns dann spätestens in so circa einer Woche wieder. Bis dann, euer Berndi und ciao.